Bei sich zu bleiben, das klingt wirklich ganz vernünftig und wahrscheinlich auch dran zu bleiben. Also das ist ja auch etwas, was man selber irgendwie vielleicht im eigenen Leben ein bisschen durchboxen muss. Also das gilt auch zum Beispiel für unsere nächste Kandidatin. Die hat sich zum Beispiel vor 18 Jahren bei Starmania beworben. Ist damals auch ziemlich weit gekommen, bis in die letzte Castingrunde. Aber dann kam alles anders. Hören Sie jetzt eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Wir sind im Jahr 2002, wo in ganz Österreich die ersten Starmania-Castings der Fernsehgeschichte stattfinden. Mit dabei Maria, 16 Jahre, aus Tirol. Ja, da bin ich eingegangen und habe nicht gesungen. Aber aus dem großen Auftritt im Fernsehen wurde dann doch nichts. Heute, 18 Jahre später, erzählt uns Maria Aschenwald, mittlerweile Kindergartenassistentin, warum dem so ist. Weil ich erfahren habe, ein oder zwei Wochen später, dass ich schwanger bin. Und dann hat sich das alles quasi mehr oder weniger in Luft aufgelöst für mich. Aber es war halt so und ich habe dann eine andere Erfüllung gefunden, die Erfüllung als Mama. Hm. Und was sagt der Storno-Grund Georg Noah dazu? Das Kind sind eigentlich selber froh, er ist auch da. So. Wahnsinn, der ist schon groß. Das läuft bei uns so. Alles andere ist nicht cool. Also, was sagt der Georg Noah dazu? Ich war eigentlich relativ schockiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn sie es wegen mir nicht machen können, gehe ich sie dann jetzt persönlich anmelden. Zuerst einmal war sie relativ eigentlich geschockt. Weil sie hat gesagt, sie ist schon relativ alt. Und dann habe ich gesagt, Mama, du bist 34 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, bei dem hat die Mama alles richtig gemacht. Aber jetzt hat sie ein bisschen Druck. Der setzt jetzt alle seine Erwartungen in mich. Und ich werde mein Bestes tun, dass ich ihn nicht enttäusche und nicht blamier. Ich hoffe es. Mit 18 Jahren Verspätung. Endlich live bei Starmania. Hier ist Maria Aschenwald. Weil du stolz bist, wenn du warst und die trotzdem zu belast, will ich dich. Und dann Herbst zum Sommer machst für dich. Weil ein bisschen Glück für dich noch lang nicht reicht. Weil es bei mir bleibt, wenn der beste Freund sie schleicht. Weil es der Erdhaus wie ein Bergwerk weiß, der Wahnsinn. Da ist mir jetzt wurscht, was die Jury sagt. Georg Noah, du kannst stolz auf deine Mama sein. Maria Aschenwald, mit was du Herz hast, wie ein Bergwerk mit Reinhard Fendrich. Maria, ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen ergriffen. Also, dass wir zwei das noch gemeinsam auf die Bühne schaffen, wer hätte das gedacht? Das hat ein bisschen gedauert. Bis vor 5 Minuten, ehrlich gesagt, auch noch nicht gedacht. Ich habe mir immer gedacht, hoffentlich passiert nichts mehr, hoffentlich ist die Stimme nicht zack weg. Aber es hat bis Nein, die Götter gedacht. Waren, jetzt waren sie wirklich bei uns beiden und wollten, dass wir den Weg zueinander hier finden. Ja, Gott sei Dank. War das jetzt für dich auch wirklich ein besonderer Moment? Eigentlich war das jetzt für mich eine Befreiung. Also ich habe so drauf hingefiebert, gehofft und ich bin durch emotionale Achterbahnen gegangen, dass ich es gar nicht erklären kann. Und es war jetzt einfach eine Befreiung, endlich das zu machen, was ich eigentlich schon so ewig und länger machen wollte. Man hatte das Gefühl irgendwie, man kann das Buch zuklappen, aber das kann das falsche Gefühl sein. Vielleicht kommen da noch viele Kapitel in diesem Buch. Ja? Hoffe auf jeden Fall. Du hast ja für diesen Moment aber auf jeden Fall einen Song ausgesucht, der dir auch ganz viel bedeutet. Ja, der bedeutet mir insofern extrem viel, weil der eigentlich
das Leben meiner Eltern widerspiegelt. Und das ist für mich ganz was Schönes, weil ich es leider noch nicht geschafft habe, dass ich so die Liebe so leben kann, wie ich es jetzt eben gerade gesungen habe. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Ich hoffe es. Also Maria, jetzt aber wirklich, jetzt muss ich aber wirklich bald die Taschentücher rausholen. Das ist sehr emotional, aber so soll es ja auch sein. Es muss einen nämlich nicht nur, ja, es muss einen wirklich im Herzen treffen. Und ob das so bei der Jury angekommen ist, wird uns jetzt die Juryentscheidung zeigen. Offensichtlich hat dieses Buch doch noch viele Kapitel. Also nehme ich jetzt einmal an, Ina, was sagst du dazu? Ich habe mir diesen Film angesehen und deine Geschichte und ich meine, ich habe mir gedacht, hoffentlich kann sie singen, weil ich will ja den Film, also ich muss das ja alles vergessen und ich darf das nicht bewerten, aber und sie kann singen und ich freue mich und es war richtig, richtig schön. Ich sehe einen Menschen, der bei sich angekommen ist und der sich diese Bühne heute verdient hat. Das war sehr schön und schauen wir mal, wohin es noch geht, aber jetzt für den Moment war ich sehr happy, dass dieses Licht grün ist. Und bitte denkt nicht übers Alter nach. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber natürlich ist es immer die Frage, wie alt bist du? Wir haben ja auch viele 16-Jährige etc. Aber ich weiß nicht, ob du den Song vor so vielen Jahren so toll gesungen hättest. Ich liebe es. Du könntest noch 10 Jahre älter sein, noch 20 und jetzt genauso geil gefunden. Das kommt sowieso noch. Ja, du, das werden wir uns nicht sparen können. Aber Oma wahrscheinlich. Ja, dann komm als Oma nochmal, aber jetzt bleibst du erst einmal da. Ja. Dankeschön. Ich habe mir das auch gerade gedacht, wer weiß, ob das vor 18 Jahren so gut ausgegangen wäre. Also da hat sich das Warten wirklich gelohnt. Ja. Vielen, vielen Dank, Maria. Dankeschön. Wir sehen uns noch einmal.